Und jetzt gleichen wir uns auf die App wieder. Funktioniert ehrlich mit Spracheingabe? Ja, die App und das Kalibrieren. Warum? Weil ich ständig was her davon. Ja, Seile ist nicht mit seinem Spiegelbild beschäftigt, sondern mit seiner App. Ja, Höllenstein. Mit Stein. Ortsstelle Wienerwald Südmödling, Diensthütte, die Schöfferhütte. Also, du bist überfordert. Ja, was ist denn mit den technischen Geräten? Alter, das fängt ja schon gut an. Ja, das ist die Botanik, die da beim Weg ist. Also. Hallo und Grüße aus Wassergespräng. Ich bin Vlad dabei und heute geht es auf eine kleine Tour durch die Föhrenberge. Und zwar werden wir gehen von der Wassergespräng aus auf ja, den Höllenstein und dann den Geisberg. Und dann schauen wir mal, wie viel Zeit uns noch bleibt, bevor Asrael wieder eingeht. Bis dahin machen wir uns auch mal auf den Weg. Bist du bereit? Für was? Ist das Trekking gestartet? Ja, ja. Sensationell. Bitte. Nur zu. Ich glaube, das wird heute ein langer Abend. Ich hab nicht genug Alkohol dabei für das. 43. Ganz versteckt hat man eine Markierung. Und diese Markierung weist da in diesen Weg hinein. Da sieht man eigentlich nur ein rotes Punktal. Es ist sehr ungut zum Gehen, also in der Nacht. Und deswegen gehen wir nämlich so. Wir koffern da einfach jetzt auf der Vorstraße dahin. Ja? Das Käfer wird dahin gekoffert. Ja, bitte, koffert. Ja, Seile ist nicht mit seinem Spiegelbild beschäftigt, sondern mit seiner App. Wenn ich vorher gesagt habe, dass man da auf der rechten Seite eine Markierung hat, dann geht sie auf den HRG. Es ist ein Kuriosum, das ich noch nie gezeigt habe, wo ich aber Aufnahmen daheim auf der Festplatte nochmal umgucken kann. Vielleicht kommt das auch noch irgendwann einmal. So, nach nur ein paar Minuten Wegstrecke jedenfalls, wenn man jetzt durch Fotografieren und Filmen trödelt. Gibt es bald einmal Abzeigung nach links. Und die fahren nämlich von diesem frisch geschotterten Forstweg hinunter. Und der blauen Markierung folgend da hinauf. Schaut aber auch sehr planiert aus. He? Hochinformative Wegweiser sagen uns. TVN Schutzhaus, Höllenstein, Julienturm, Aussichtswarte. Na bitte. Ja, Donnergraulen kündet davon, dass der Himmelvater mit diesem Hort forstwirtschaftlicher Brachialromantik offensichtlich auch nicht glücklich ist. Aber immerhin ist nicht gatschig. Man ist ja schon mit wenig zufrieden. Ja, forstwirtschaftliche Brachialromantik mit halbwegs schönem Ausblick auf Wien. Darauf. Außer da vorne vielleicht noch. Ja, da hätte es einmal einen Wegweiser geben. Schau, der liegt da momentan da nieder. Ich nehme mal stark an, dass der eigentlich da aufgezogen soll. Ja, warum haben wir jetzt noch keine Vorbeigehszene gemacht? Das ist ganz einfach. Wir haben erhofft, dass dieser Weg möglichst rasch an uns vorübergehen soll und nicht wir am Weg. Du musst dem Bild sehr dankbar sein, Asrael. So scheinen nämlich da jetzt lauter hinige Bäume mal drum. Den niemand weggerannt hat. Ich glaube nicht, dass ich für sie drüber genug Alkohol mit habe. Schau mal, da oben weht eine Fahne stolz im Wind. Tja. Da drüben. Schaut's gar nicht so schön aus. Schau. Take away. Im coolen Kurt. Kannst du versorgen. Falls du nicht genügend zum Trinken mit hast. Schau mal da. Sicher. Wenn nicht zu ist, dann ist er auf, oder?
So, ja, da war ich natürlich schon einmal, das macht aber nichts. Lindkogel. Da drüben war gar kein schönes Ziel gewesen, hä? Nein. Autobahn. Mit Blick auf die Autobahn, oh, das ist super, oder? Das ist irgendwie schön, aber auf dem Vorderrad hier rein, da schaut es gleich gar nicht so gut aus, gell? Ja, da ist immer ein Rock kälter, wie man auf gut Österreichisch sagt, deswegen kommen wir da wieder runter. Wo sind wir da gewesen? Wassergespräng. Da ist ja gar nichts mehr einzeichnen, wir sind ja da schwarz aufgegangen, mehr oder weniger. Aber zumindest kann man weitergehen, da oben. Da kann man zum Skilift, ja, da ist sogar noch einzeichnet auf der Norweger Wiese, den gibt es schon lange nicht mehr. So, da ist ein ordentlicher Wirbel jetzt, wo wir uns wieder vom Höllenstein aus entfernen. Leider Gottes, man hört die Autobahn und sie ist 2,5 Kilometer Luftlinie entfernt. Und man hört nicht nur die Autobahn, sondern man hört auch die Flieger vom nahen Schwechater Flughafen. Erstaunlich laut das Ganze da. Ist erstaunlich laut, ja, da möchte man nicht wohnen in der Gegend. Ja. Ja. Da drüben gibt es auch den Stein zum Höllenstein, schau, weil sonst war es ja nutzlos. Kann man den auch erklimmen, oder? Du kannst doch mal hinschauen. Also diese abweisende Felsmauer da wird uns jetzt den großartigen Gipfelsieg nicht nehmen, oder? Na dann. Ja, Höllenstein. Mit Stein. Mit freier Aussicht wie der Julian, du bist das nicht gerade. Aber ein sehr schönes Gipfelerlebnis ist das, oder? Schau, da vorne ist aus. Du hast die einmalige Gelegenheit, dich meiner zu entledigen. Kamin, ui, 1 minus. Genau da, in der Rinne. Nicht rutschen, weil rutschen wäre dann irgendwann einmal blöd. Ja, der Gipfel ist vorher unten deutlich weniger beeindruckend. Eine Höhle gibt's da schon, Höhlenstein. Zum Bivakieren, ne? Ja. Du musst ein bisschen anspecken, ne? Dann geht's. Und da geht's da drüben weiter rauf? Man kann da drüben weiter rauf gehen, ja. Und dann kann man zur Schöffelhütte gehen. Mhm. Gehen wir zur Schöffelhütte, sind wir nicht so. Waldeck, Sulz, Sittendorf, Dornbach, Heiligenkreuz. Na, wo du überall hingeht, ha? Du musst da mal umschlagen. Warum? Weil der Beine unten sagt. Gibt's Aussicht. Ja, genau. Gibt's Aussicht. Wir können jetzt urteilen. Entweder da am großen Einhornberg oder da drüben am Höllenstein. Wo bist du lieber? Du gehst übrigens sehr zielstrebig in eine Richtung, wo es zwar Aussicht gibt, aber was leider falsch ist. Doch auch einmal eine Freiheit herrscht. Du hast eh viel zu viel Freiheit. Was soll das wieder heißen? Ich warte da irgendwelche anti-einhörnischen Tendenzen. Ja, Israel ist ein verhinderter Axtmörder, hat nämlich seine Axt zu Hause vergessen. Und sein Gimbal ist ein Steyr. Ich hab gar keine Axt. Das, daran wird es liegen, dass du kein Axtmörder bist. Der mangelt es einfach nur am richtigen Werkzeug. Ah, das kommt schon noch. Ja, was du weiter machst, du ja auch magazinieren. Ja, indem ich insgeheim so getan habe, als ob ich jetzt Blumen und Pilze filmen tue, kann ich den Asrael vor mir gehen lassen, weil ich bin mir nicht sicher, ob er nicht vielleicht doch eine Axt in seinen Rucksack versteckt hat. Also ja, Einhörner sind so mit Schweinen verwandt, das heißt dann lange, dass Einhörner gerne Schlammbäder nehmen. Böllensteinhaus in 20 Minuten, hm? Na gut, zum Glück müssen wir da ja nicht mehr hin. So, ein Scheideweg. 0106, Mariazellerweg, niederösterreichischer Landesrundwanderweg, da. Wiener Wallfahrerweg, Heiligenkreuz, Dornbach, Kaltenleutgeben, Sulz, alles in die Richtung. Betreten mit Pferden in jeder Form verboten der Grundbesitzer. Ortsstelle Wienerwald Südmödling, Diensthütte, die Schöffelhütte. Mit einer wunderbaren Aussicht auf den Lindkogel und auf den Schneeberg. Ja, wir lassen die Josef-Schöffel-Hütte hinter uns und damit auch den Sonnenuntergang auf dieser Traumstraße der Mountainbiker wieder zurück in Richtung Osten. Da kannst du den Abgang machen in Richtung Kaltenleutgeben. Da schauen wir, jetzt zeige ich dir was Historisches. Die Stütze, wo das Gewicht drauf war von der Umlenkrolle. Da vorne, schau. So, da, die Betonfundamente, das sind noch immer vom Fili. Da unten, was schaust, sieht man jetzt noch Stützen. Ah, ja, da hinten, ja. Und da unten war die Talstation, siehst du das?
Und jetzt werden wir auf unserem Rückweg einen anderen Weg wählen und werden an dem Höllenstein vorbeitackeln. Und werden uns dem Geißberg nähern. Und der Geißberg ist diese unscheinbare Erhebung da hinten. Aber du wirst staunen, was der für eine Infrastruktur hat, dieser Gipfel. Irgendwie geht der 42 ab. Sind wir 43 von 41? Die weigern sich standhaft, aber ich nehme mal stark an, dass es einfach keine Wanderwege gibt, die 42 heißen, weil es die Schüler immer fladern. Sensationell, du hast über den Sprüchel nachgedacht. Das sagst du mir jetzt. Nein, ich hab Brainpower investiert, aber scheinbar nicht genug. Nein, es ist nichts rausgekommen dabei. Dein Kopf schaut auch immer nur gleich groß aus. Also es kann nicht so viel gewesen sein, was du investiert hast. Die entsprechende Takeaway-Ankündigung, schau. Und nur zur Orientierung, schau da oben, wo dieses schöne Radfahren-Verboten-Schild prangt, da wäre es jetzt der direkte Abstieg zur Wassersprung. Schau da was an. Was ist denn da? Ui. Da ist ja das Schild verloren gegangen. Wie kann denn das sein? Hm? Ja. Na, dann machen wir das vielleicht einmal da dazu. Hm? So. Nein, das, ich glaube, du solltest heute nichts nageln. Schau, Geißberg. Da ist sogar angeschrieben. Ist ja cool, oder? Also, Geißberg, Kaltendeut, geben Zentrum. Tja, ein cooler Wald und erstaunlich wenig bergauf dafür, dass du auf den Berg gehen soll, hä? Ja? Bam! Du hast es richtig erkannt. Adrian, ich bin stolz auf dich. Ja. Du entwickelst dich wirklich ungemein weiter, was das Naturverständnis betrifft. Ich hoffe, wir haben Zugriff. So, da, schau, da geht es nämlich jetzt nach rechts für uns. Unmarkiert. Ja, das sind ein paar Schuhe was zu. Ziemlich sogar, ja. Ja. Da ist leider nichts mehr los mit dieser armen Tanne da. Jetzt haben wir da vier Rillagen und da über den Kamm drüber und dahinter ist dann der Geißberg. Ja, da geht es halt tatsächlich über den Berg an. Ja, daher der Name. Ja, inzwischen ein sehr schöner Sonnenuntergang zu erwarten. Die Frage ist jetzt natürlich nur, ob wir nur Gelegenheit bekommen, den auch zu bewundern. Du hast dich sicher schon gefragt, warum das Ding Geißberg heißt. Ja, da ist tatsächlich bergig, sogar mit Felsen. Atemberaubend. Wie man dachte, das liegt bei dir an der Steigung und am Körpergewicht. Nein, nicht mehr. Aha, nicht. Inzwischen liegt es nur mehr an der Steigung. Die Infrastruktur des Berges ist jetzt für dich alles offenstehend. Nein, offenstehend noch nicht, du musst das erst aufmachen. Also das als Infrastruktur zu bezeichnen, ist schon sehr. Schau, es gibt keinen Pillar am Berg, aber es gibt zumindest ein Pillar-Sackel, ja, wenn du das aufkriegst zumindest. Ja, tatsächlich, ne? Also. So, wo tut da die Jökarten rein? Nimm mal das Ding aus, bevor es da technisch überfordert ist. Schau, das Gipfelkreuz wird dir an Größe auch nicht überragen, aber es ist immerhin ein Gipfelkreuz am Geißberg. Hm? So, wo tragen wir uns rein? Na, normalerweise am richtigen Datum. 17. Ist durcheinander. Es ist etwas durcheinander. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht, was du gehabt hast. Da hat man nämlich zumindest was hinschreiben können. Also, ey, du bist überfordert. Ja, was ist denn mit den technischen Geräten? Ja, sowas wie ein Buch, gell, mit tote Bäumen und so. Das moderne Klumpert. So, also schreib was. Du kannst schreiben, oder? Ja, es ist Freitag, der 11. Mai. Es ist nicht Freitag, der 11. Mai. Die Sonne ist kurz vorm Untergehen. Was schreibe ich? Das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht Freitag, der 11. Mai. Das haben wir ja gehört. Es ist Mittwoch, der 21.04. Schau ja, das ist, was man mit alten Gipfelkreis macht zum Recyceln. Umdrehen. Umdrehen, ja, genau. Und hast du die Infrastruktur des Berges ausreichend genutzt? Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen, weil da gibt es nämlich nichts mehr zu sehen. Nicht einmal mit dem Sonnenuntergang, weil da ziemlich eine Wolke davor geschoben. Schau, das ist äußerst gemein. Das ist super unscharf. Jetzt sag nicht, ich bin auch super unscharf. Tatsächlich bist du einigermaßen unscharf.
Tja. Man kann sich den recht machen. Nicht so ein scharfes Einhorn. Einhörner sind nicht nur scharf, sondern auch spitz. Also echt geboten, denn da sind noch letzte Schneefleckerl, also nicht ausrutschen auf den Schneefeldern. Wieder ist die Prophezeiung gefolgt, dass wir zum letzten Mal im Schnee gegangen sind. Also du bist nicht im Schnee gegangen. Du kannst nicht einmal einen ganzen Fuß einsetzen in den Schnee. Aber es ist Schnee. Du hast es völlig richtig erkannt. Da habe ich ein Näschen dafür. Du hast ein Näschen für Schnee. Verstehe. Das erklärt auch so einiges. Jetzt kommt nämlich die eigentliche Überraschung. Ja, wir kommen da oben und da drüben auf, weil der Geißberg ist nämlich eigentlich ein falscher Gipfel. Ja. Also das Geheimnis sei gelüftet, aber der richtige Geißberg ist eigentlich da vorne ganz unspektakulär. Aber er ist immerhin über 600 Meter hoch. Das ist nämlich der erste 600er, den man von Wien aus erreicht. Bergfrei vom Geißberg. Unspektakulärer könnte er nicht sein. Zeichnet sich als Gipfel dadurch auf, dass da ein einsamer Stein umsteht und das in alle Richtungen nur mehr mit uns bergab geht. Wir sind also angekommen beim ehemaligen Gasthaus Seewiese. Die Wiese offensichtlich erweitert worden. Ja, Wiese gibt es tatsächlich, ne? Den See gibt es dann weiter unten. Hinten immer noch verlottert. Vorne auch verlottert. Schade, ich wollte kein Pächter finden, überhaupt in Corona-Zeiten. Und der Käufer auch nicht. Wir probieren es da einfach einmal mit einer kleinen Pause. Ja, wir haben also jetzt länger gerastet, als wir uns das eigentlich ursprünglich geplant gehabt haben. Aber dafür ist jetzt auch finster geworden. Das ist schon mal sehr günstig. Wir machen uns jetzt wieder auf den Abstieg von der Seewiese. Und da werden wir jetzt schauen, dass wir einen günstigen Weg zur Wassergespreng finden. Der wird vermutlich finster ausfallen, aber wir werden unser Bestes tun mit Stirnlampen und sonstiger Technologie. Mondunterstützung ist auch angesagt. Das ist aber nur halb. Na, schauen wir mal. Jetzt ist nicht nur ordentlich finster, sondern auch ordentlich gatschig. Deswegen auch mit fast schon übertriebener Beleuchtung ist mir aber ehrlich gesagt lieber, bevor es mir da auf die Pfeifen hat. Dem durstigen Wanderer winkt hier das rote Bründel. Sogar wirklich mit Wasser, schau, also da hast du ein Bärlauch waschen können jetzt für die Würstel. Was sagt dieser hochinformative Wegweiser? Der sagt Luisenquelle, Kardinalgraben, Berchtesdorf, Gießhübel. So, jetzt gehen wir ein kurzes Stück davor und haben dann gleich wieder nach rechts die Abzweigung in Richtung finsteren Gang. Das ist jetzt da eigentlich im Licht fast nicht mehr zum Lesen, also auf jeden Fall Weißenbach und deswegen auch Wassergespreng. Wir sorgen uns um ihre Sicherheit. In der Kernzone des Biosphärenpark Wienerwald wird keine forstwirtschaftliche Nutzung durchgeführt. Hast du das gewusst? War das? Sehr gut. Da sind wir unserem Bildungsauftrag auch noch gerecht geworden. Gell? So viel zum Thema ungeschnittene Baum. Schau, die da im Wald verbleiben. Mhm. So, jetzt werden wir mal schauen, was die Kamera da beim Mondlicht macht. Der Mond ist hell genug, um deutliche Schatten zu werfen. Licht. Oh ja, schau, da sieht man ein Licht, ein einsames. Ja, machen wir da mal ein Licht, oder? Ah, oh. Das Schneerosenbründel, also. Renoviert 1954, nicht schlecht. So da, also wieder zurück bei hellem Mondschein. Warum die Kurven, du? Ja? Und was sagst du, Israel? Ist diesmal Zeit für ein Tourfazit oder sind das wieder nur Geschichten? Wir haben einen Gipfel weniger gemacht als geplant, weil dunkel. Aber hat mir sehr gut gefallen. Also wenn ich ganz ehrlich sein muss, in der aktuellen Situation, wo man da durch die frisch geschlagene Flächen und dafür über die Rückegasse aufkraxeln muss auf den Höllenstein, würde ich vielleicht einen anderen Anstieg bevorzugen in Zukunft, aber ja, das kann man halt vorher nicht wissen. Die Silhouetten der Boliden sind da zu sehen. Also wir brauchen diesmal die Stirnlampe für die Abmoderation nicht. Das ist auch was wert, oder? Ja, also nachdem wir da wieder gut zurück sind, war es das im Prinzip schon wieder von unserer Tour. Israel, du hast die ganze Zeit über nur Zeit gehabt, über den Sprüchel nachzudenken. Ich bin sicher, du bist schon total angestrengt. Nein, mein Brainpower ist ins Wandern reingegangen und das Aufsaugen der ganzen Impressionen, die wir da heute bekommen haben. Da ist kein Platz mehr für Nachdenken. Wir bleiben leider ohne Sprüchel, aber das hat mich ja schon längst immer überrascht. Deswegen hast du aber trotzdem. Vorschläge in den Kommentaren bitte, ja? Mhm. Genau. Kann das ja outsourcen, das Denken. Du wirst outsourcen denken ins Internet. Denk doch mal nach drüber.
Ja, wie dem auch sei, es bleibt nichts weiter zu sagen, als wie ich bin bei der Feier und vielleicht sieht man sich einmal bei einer anderen Tour. Das ist der Waldweg. Der heißt deswegen Waldweg, weil er nicht der Waldweg ist. I'm a gag writer, I write the gag. Ich glaube nicht, dass ich für diese Tour genug Alkohol mit habe. Wenn er zu ist, dann ist er auf, oder? Ich bin der Einhorn muss sein, also wird ganz einfach. Dann nehmen wir mal einfach Fit Fokus und ähnlich. Fit Fokus? Du bist wirklich unterfüllt. Was die Kamera für fertig ist. Ja, das ist ultraweitwinkel, die gibt alles her. Selbst bei dir. Das da kann ich noch ein bisschen was wissen. Jetzt weißt du es auch. Das ist dein Leben komplett. Ja. Kein Bullschirm. Ja. Du kannst sicher noch irgendwas finden, was dich beunruhigt, bevor du stirbst, oder?